Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 23 Hockey Ultimate Team. Jawohl, Hood Rivals Burst steht an. Wettkampf 2 Minuten 5 gegen 5, Hybrid verzögert. Ich würde sagen, auf geht's. Fackeln wir nicht lang rum. Mit der neuen Mannschaft. Noch nie Burst gespielt. Ist natürlich jetzt zum Reinkommen nicht unbedingt das Effektivste und Beste, glaube ich. Da hätte es, glaube ich, bessere Modi gegeben, um ins Spiel wieder reinzukommen. Jenny Hirikoski, letzten Freitag mit dem Tor. Haut die einfach wirklich 40 Sekunden vor Ende einen Shutout raus. Also einen Penalty. Bofors Defense. Ah, Xbox Gegner. Ich hab's vergessen auszuschalten. Aber gut, schauen wir mal, wie es läuft. Läuft super, der Tang läuft einfach mal gleich auf die andere Seite, wo er überhaupt nichts zu suchen hat. Colin Schofield, schön gemacht von ihr. Schade. Ich glaube, er hat Guts im Tor, wenn ich es richtig gesehen habe. Lindros. Und so erst mit der ersten Parade hat den Helm jetzt mal aufbehalten. Wie gehen wir noch bei uns vorher weg? Kane. Hirikoski. Oh, dann spiel ihn halt ab. Hirikoski, die ist schnell. Jenny Hirikoski. Neben das Tor. Das kommt nicht hin. Mana auch nicht. McAvoy. Mana fängt die Scheibe ab. Nice. Jenny Hirikoski. Mana. Oh. Gegen 1 gegen 2. Nurse kann sich durchsetzen. Stellt sich dann aber selbst ein Bein. Ja, und das sind so einfache Pässe, weißt du? Das ist so lächerlich. Unsere schaffen es wieder nicht, einen Pass über 2 Meter zu spielen und er kann von links nach rechts hin und her legen. Ah, das geht mir so auf den Sack. Weißt du? Das sind so Sachen, wo ich einfach sage, das ist... Ja, da sitzt du da und denkst einfach so, das kann nicht wahr sein. Hier wieder. Du machst den perfekten Poke-Check und die Scheibe ist weg. 2 Minuten, Beinstellen. Nicht Beinstellen, Stockschlag. Weißt du, wenn du es siehst, Megan Keller kriegt vor die Scheibe, soll kurz zurücklegen auf Letang und Letang läuft einfach irgendwo hin. Und da kann er von links nach rechts Scheiben spielen, wie es ihm lieb ist. Und das sind halt die Sachen, wo ich sage, ja, irgendwo, weiß nicht, sind es 2 unterschiedliche Stiefel. Ja, Panarin nimmt McAvoy die Scheibe ab. Ja, super. Und dadurch ist das Powerplay im Arsch. Klasse, Wahnsinn. Weißt du, auf der einen Seite wirklich, kann er sich die Scheibe hinspielen, wie er will. Und wir können die Scheibe noch nicht mal bei unseren Leuten halten, weil unsere eigenen Leute uns die Scheibe wegnehmen. Keine 2 Minuten für Beinstellen. War eigentlich klares Beinstellen. Krejci kriegt die Scheibe nicht. Nicht schlecht gemacht. Das ist ja schön und gut, aber man muss die Kirche im Dorf lassen, fair läuft das Ganze halt wieder mal nicht ab. Es ist schade. Wie gesagt, der spielt die Scheibe wunderschön von links nach rechts, läuft super. Und bei uns läuft unser eigenes Spiel in uns ein und wir verlieren die Scheibe im Powerplay. Läuft!
Klasse! Fair! Schofield, schön gemacht. Muss man an der Stelle schon auch mal sagen. Schofield hat einen guten. Kriegt einen Check von uns, läuft mit der Scheibe einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Cool. Ein Spieler checkt einen Spieler und zwei bei uns sind nicht mehr fähig, sind nicht mehr fähig zu reagieren. Nurse, schade. Eine Station weiter wäre es gewesen. Ja. Er blockt sie, ihm fällt sie vor den Fuß. Und das sind halt die Sachen, wo ich sage, das ist ein Witz. Das ist ein Witz, Mann. Mana der Schuss. Nurse blockt. Und sein Spieler kriegt die Scheibe. Okay. Konter läuft. Querpass. Wir fangen ihn ab. Und unsere Verteidigerin. Zack. Tor. Das ist ein Witz. Es ist einfach ein Witz. Es ist ein Spiel auf ein Tor. Es ist ein verficktes Spiel auf ein Tor. Und er kriegt beide Tore geschenkt. Wortwörtlich. Und das hat nichts mit der Fähigkeit Schnippschnapp zu tun. Nichts! Weil er hat mit dieser Fähigkeit kein Tor erzielt. Er schießt unseren Verteidiger, unseren Torhüter an. Der die Scheibe auch noch pariert. Die Scheibe landet drin, weil unser Torhüter die Scheibe auf unsere Verteidigerin blockt, die das Ganze abfälscht ins Tor dann. Und aus keinem anderen Grund. Du willst uns auch sagen, dass das von Smith keine zwei Minuten waren. Während wir erinnern uns an den Check von Hedman. Wir erinnern uns an den Check von Hedman, wofür der 5 Minuten bekommen hat. Da wären das ja 10 gewesen. By the way, auch keine Strafe für Danenko, dass er mir da einmal komplett eigentlich durch die Beine durchwischt. Das sind so Kleinigkeiten. Eigentlich hätte Sigurs die Scheibe verlieren müssen. Powerplay gut, in dem Fall sagt NHL gut. Ja, es war gerade auf der anderen Seite vielleicht nicht so fair. Deswegen kriegst du den jetzt hier geschenkt, aber ändert nichts bei der Tatsache, dass es trotzdem, dass du manchmal dastehst und dir einfach denkst, ja, das kann es nicht sein. Hier, perfekter Pokecheck. Und wo landet die Scheibe beim Gegner? Warum landet die Scheibe beim Gegner? Wissen wir nicht. Perfekter Pokecheck, Scheibe landet beim Gegner. Und dann kommt ein Pokecheck von New Wetnik von hinter der Spielerin. Und kriegt die Scheibe einfach. Problemfrei. Es sind einfach Sachen dabei, wo du sagst, das kann nicht sein. Achtung! Das ist eine Rechtshänderin. Dass er von hier, schau mal, dass er von hier den Schläger... Wo ist das ein... Das ist ein Witz. Ohne Beinstellen. Ohne Beinstellen. Guck mal, wo der Schläger ist. Die Hitbox von dem Bein ist ein Witz, oder? Das sind halt einfach 2 Minuten. Die es wieder nicht gibt. Weißt du, das, was mich daran ist, eigentlich so aufregt, ist das Schlimme. Unsere Gegner würden sich so oft und so schön, so sehr selbst schaden. Und sie tun es nicht, weil NHL sagt, nee, es ist okay so. Es sind keine 2 Minuten. Hier! Wir kriegen den Schläger nicht, obwohl der ganze Körper dazwischen steht. Zwischen ihm und dem zwischen ihm und der Scheibe. Und das sind einfach diese Kleinigkeiten, die gehen einfach nicht. Das kann es einfach nicht sein. Schofield. Ja, und wieder Larkin in dem Fall. Es ist wurscht, wer das ist. Es sind halt wieder 2 Minuten.
Da kann Larkin auch doppelt so schnell rennen wie Schofield. Und wieder. Wir kommen an die Scheibe und er behält sie einfach. Wie oft kommt unser Gegner an die Scheibe, obwohl wir sie eigentlich haben hätten müssen? Oder irgendwie anders die Scheibe hätten kontrollieren müssen. Wie oft haben wir den Fall? Ja, 2-2, Sarah Norris. So verdient. Da hätte er die Scheibe einfach zumachen können. Fertig. Gefahr gebannt, da. Macht er nicht. Bleibt sitzen. Ja, Nurse holt sich die Scheibe. Zack, danke. Kam jetzt komplett aus dem Nichts, der Ausgleich. Aber ist einfach auch hochverdient, muss ich an der Stelle jetzt einfach mal sagen. Hier spielt eine Mannschaft. Er kommt wieder vors Tor. Das ist vielleicht der dritte Torschuss, den er hat. Zack, Tor. Das ist ein Witz. Der macht nichts für dieses Spiel. Der ist nur am Verteidigen. Das ist lächerlich. Es tut mir leid, es ist einfach lächerlich, wie bevorzugt der Gegner schon wieder wird. Es ist einfach lächerlich. Und es ist jedes Mal dasselbe. Es sind jedes Mal die Xbox-Gegner. Hier, Mana kann die Scheibe nicht abfangen. Kane kann die Scheibe nicht abfangen, obwohl sie direkt vor ihm liegt. Hier, da kommt dieser lächerliche Pokecheck. Hat ihn. Wir machen den Pokecheck, kriegen die Scheibe nicht. Nurse, vorwärts langsamer als rückwärts, Niedermeyer rückwärts. Macht aber wenigstens das Tor, 3-3. Sarah Nurse. Und wieder. Und wieder. Der läuft nur dazwischen. Zack, hat die Scheibe. Wenn Polan geschossen hätte, dann ja, wäre drin gewesen. Und wieder. Kommt an die Scheibe hin. Drei Leute checken ihn, vier machen einen Poke-Check, ist egal. Kommt der sechste Spieler von ihm von der Bank ohne Torhüter, kriegt die Scheibe. Pff. Aber wie gesagt, es ist, ja, 11 Torschüsse. Pff. Keine Ahnung, X-Re-Schüsse, Zeit in der Offensive 2 Minuten weniger als wir. Pff. Ja, cool. Mein Spieler kann sich nicht bewegen. Klasse. Und wieder. Schofield mit dem Pokecheck. Ist einfach Luft. Na, oh, dir steht ein Meter vor dir. Das ist ein... Du kannst mir noch nicht erzählen. Das ist ein Spieler, der einen Meter vor ihm steht. Oder zwei Meter. Vielleicht waren es auch drei Meter. Aber der Pass geht irgendwo ans andere Ende des Eises.
Sorry, das kannst du mir nicht erzählen. In keiner Welt. Wie lange geht jetzt Schofield schon nicht wechseln? Nur so als Frage mal. Ja, wie soll denn das keine Strafe gewesen sein? Digga, jetzt hört's dann aber auf. Jetzt hört's dann aber auf, mal ehrlich. Und wieder. Diesmal ist es Kane, der uns im Weg umgeht. Weißt du, anstatt dass er einfach auf die Seite läuft. Nein. Wir wechseln die Richtung. Wo läuft Kane hin? Ja, genau dieselbe Richtung. Wieder. Shanahan kriegt einen Check. Behält die Scheibe. Spooner. Kane war mit durch. Driftet einfach ab. Läuft einfach komplett woanders hin. Komplett woanders hin. 2-0 Situation. Hier wieder durch die Beine. Ich stehe mit dem Rücken zum Verteidiger. Mit dem Rücken. Mit dem Rücken stehe ich zum Verteidiger. Mit dem Rücken zum Verteidiger. Keine Zeitstrafe. Ich will gar nicht wissen, wie viele Zeitstrafen jetzt da drin waren. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Da, wo trifft er die Scheibe so, dass sie liegen bleibt? Wo? Er stupst sie weg und sie bleibt an Ort und Stelle liegen, wie Kleber. Sorry, da fehlt mir sämtliche Sprache. Wir müssen wieder auf den Handschuh gehen. Schade. Jawohl. Ja, ist zurückgegangen. Digga, wo schießt Seagrass denn hin? Ja, der trifft natürlich jetzt. Es ist... Ja, nee.
Fakt ist, es gewinnt ein Spieler, der dieses Spiel nicht mal ansatzweise hätte verdient zu gewinnen. Muss ich einfach so straight direkt sagen, und dann muss ich auch den Rage jetzt mal rauslassen, weil die Anzahl an 2-Minuten-Strafen, die der bekommen hätte müssen in diesem Spiel, ist ein Witz für das, was er bekommen hat. Wirklich. Ist ein absoluter Scherz. Und die guten Szenen, die wahrscheinlich jetzt zum Anschauen wären, die sind wahrscheinlich gar nicht mehr drin. Aber fangen wir einfach perfekt mit dieser Szene nochmal an. Fangen wir einfach damit an. Zweite Folge ist eh schon, also eine Folge ist durch hier. Hier kommt der Pokecheck, schau mal, er schiebt die Scheibe weg, er schiebt sie klar weg und auf einmal... Siehst du das? Alpha-Mann, bleibt sie einfach mitten auf dem Eis kleben. Was soll denn der Mist? Was soll dieser Mist? Er schiebt sie weg. Du siehst es sogar, wie die Scheibe sich wegbewegt. Schau die Scheibe genau an. Hier, sie bewegt sich auf dem Schläger weg. So wie es physisch richtig ist. Weil er macht einen Pokecheck, trifft die Scheibe von hinten und schiebt sie weg. Und auf einmal bleibt sie da liegen oder was? Ohne dass sie einen Schläger berührt, ohne dass da irgendwas ist. Einfach Luft. Was ihn zum Angriff einlädt. Weißt du, die Tatsache, dass einfach die Scheibe einfach liegen bleibt, ohne Grund. Zufällig beim Gegner. Ganz zufällig. Sekunden haben noch. Bitte lass diese blöde Szene mit Ding drauf sein, mit McAvoy. Bitte. Aber wahrscheinlich nicht, weil ich bin da schon bei Letang. Es wird eng. Oder ist das der Icing Pass von Nurse? Nee. Ja, da ist sie. Sie ist drauf. Achtung. Pokecheck. Komplett daneben. Ich fahr vorbei. Du willst mir sagen, dass der Pokecheck von hinten... Das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir nicht erzählen. Dass ein Pokecheck von hinten die Scheibe genau an Ort und Stelle lässt, wenn der Schläger deutlich... Weißt du, wenn ich den Schläger jetzt kurz davor genommen hätte, hätte ich es auch verstanden. Aber der Schläger ist doch deutlich vor dem anderen Schläger. Schau mal, wie dieser Schläger da reinkommt. Da ist doch der Schläger nicht einfach vor der Scheibe und die Scheibe bleibt an Ort und Stelle liegen. Beziehungsweise es geht zurück zu dem anderen Schläger. Schau mal, das ist ein Witz. Das ist einfach ein Witz! Unverständnis, ihr habt wirklich Unverständnis langsam für dieses Game. Muss ich einfach sagen an der Stelle. Und mit den Fehlern, die das Game hat, muss ich einfach sagen, dass es das von den Fehlern her, nicht vom Gameplay, von den Fehlern her muss ich sagen, das ist das schlechteste NHL seit 21. Und 21 war mit Abstand seit 19 das schlechteste Spiel. Da, der hat 7 Sekunden in der Offensive gehabt in der Overtime. Nee, aber sämtliche Boosts und sonst was steckt es ihm in den Arsch, das Spiel. Ohne Witz, das sind Sachen, die kann ich nicht verstehen. Bedanke mich fürs Zuschauen, ciao mit V, bis morgen.